Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich habe Ihnen etwas mitgebracht, mein Lieblingssmartphone. Aber jetzt gehe ich auf eine größere Reise. Und obwohl es 200 Stunden Standby kann, dieses SPX 5 3G oder 3,5G ist es ja in diesem Fall hier, ist mir das ein bisschen zu wenig. 200 Stunden Standby und 4 Stunden telefonieren. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass ich diesen eingebauten Akku, der hat 2,5 Amperestunden, austausche gegen einen, der ist eine Ecke dicker. Vielleicht kann man das sogar hier erkennen, dass der deutlich höher ist. Der hat nämlich 4 Amperestunden. Und der macht dann natürlich aus meinen 200 Stunden Standby so ungefähr 320 Stunden Standby. Ich habe ihn gar nicht leer gekriegt bei den Vorbereitungen. Und aus den 4 Stunden ungefähr gut 6,5 Stunden Dauer telefonieren. Der wird hier reingetan. So, da der aber jetzt höher ist, passt der normale Deckel nicht mehr drauf. Das heißt, diesen normalen Deckel kann ich nicht verwenden. Ich muss einen speziellen haben. Der ist auch noch zusätzlich gummiert und gepolstert und so. Hat hier oben die Löcher für die Kamera und für die Beleuchtung, für Aufnahmen und unten für den Lautsprecher. So, und wenn ich das jetzt hier drüber mache, das ist ein bisschen schwierig, muss man auch ordentlich machen, damit es auch spritzwasserdicht oder sowas ist. Und dann habe ich ein Telefon, das ein bisschen dicker ist, aber es nahezu unendlich lange durchhält. Denn wenn ich mir überlege, 320 Stunden, das ist wirklich eine ganze Menge. Ein tolles Zubehör, wie ich finde, für Urlaub oder für längere Reisen oder sowas, ist es eigentlich das Ideale. Man sollte sich überlegen, ob man dann das als zusätzlichen Akku mitnimmt und vielleicht gleich zu Hause reinbaut, dann ist man unabhängig. So, jetzt nehme ich das Ding wieder mit auf Reisen und tschüss.